Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider 4 The Last Revelation. Ja, wie ihr seht, sind wir gerade nicht dort, wo wir aufgehört haben. Und ihr hört auch schon genau, warum. Denn ich habe, während ich den letzten Part geschnitten habe, gesehen, dass es hier vorne... Also vom zweiten Seil aus, wenn man da links gesprungen wäre, noch ein Secret gibt. Beziehungsweise, dass es noch eine da oben, Alter, das ist Chess Spirit, ne? Eine kleine Lücke gibt, wo man hätte reingehen können. Und ja, die habe ich direkt mal genutzt. Ja, das heißt, ich muss dieses tolle Seilspringen nochmal machen. Aber es hat sogar besser geklappt. Das liegt wahrscheinlich irgendwo daran, dass die Aufnahme aus war. Das hat, glaube ich, ein bisschen Druck von mir genommen. Und ja. Hey, wir haben zumindest schon mal Schrotflinte und so weiter gefunden. Das ist ja schon mal ganz nice. Und jetzt gehen wir direkt mal in den Poseidon-Tempel wieder rein. Dann haben wir das nämlich jetzt auch abgefrühstückt. Und haben dieses Secret mitgenommen. Ich weiß aber noch ein paar andere Zugänge und Klippen und so. Aber da werden wir wahrscheinlich später nochmal dran kommen. Aber das da oben können wir eben nur von da oben erreichen. Dementsprechend. Ja. Ne, weil ich das jetzt auch mal fertig haben. So. Dann gehen wir erstmal nach hier unten und gucken mal, was ist hier. Weil im schlimmsten Fall können wir ja einfach wieder zurück durch den Gang. Es ist ja nicht irgendwie abgesperrt oder so. Und ich bin froh, dass ich das Spirit einfach mal wieder los bin. So, ich frage mich die ganze Zeit schon, warum wir überhaupt hier einen Poseidon-Tempel haben. I mean, Poseidon ist ja eigentlich ein griechischer Gott. Und wir sind in Alexandria, a.k.a. Ägypten. Also, ist eigentlich eher weniger ein Ort, wo ich es erwarten würde, dass hier ein Poseidon-Tempel ist. Aber gut, wer weiß, wie sich das erklärt. Vielleicht gibt es auch irgendwelche Mythologien in Ägypten, also irgendwelche ägyptischen Mythologien oder so, die mir da die das erklären würden. Aber so würde ich jetzt gerade sagen, dass das sehr komisch ist. Diese Figur, also diese Gesichter an der Seite, kommen mir auch irgendwie ziemlich bekannt vor, muss ich sagen. Ich weiß nicht woher. Ich glaube aus dem Tutorial kommen die mir, glaube ich, ziemlich bekannt vor. Und ich glaube aus irgendeinem anderen Trailer-Teil. Früher oder später weiß ich gerade nicht. Aber irgendwo, ja, kommen sie auch irgendwie ziemlich bekannt vor. Ja, das war so klar. Was meinst du, warum ich gespeichert habe, liebes Spiel? Okay, ich kann... ich glaube, ich kann es schaffen. Ich darf den Boden noch nicht, glaube ich, nicht berühren. Das ist, glaube ich, das große Problem. Bin ich eigentlich zu dumm, da hochzuspringen? Geht doch. Meine Güte. Gut, ich sollte vielleicht nicht die ganze Zeit auf dem gleichen Slot speichern. Das kann nicht so gut enden. Was war denn hier? Aber ich finde ja schon wieder nicht so gut. Yay, kaputt machen. Oh. Ein schickes Medipack, das nehme ich gerne mit. Ja, dann kann es noch umgehen. Nicht, dass ich hier gleich wieder... Hallo Poseidon. Schickes Gesicht hast du. Das erinnert mich gerade so ein bisschen... Dieser Raum erinnert mich gerade so ein bisschen an Angel of Darkness. Muss ich da doch ehrlich sagen. Da gab es ja auch diese Halle der Götter später im Spiel. Und da war ja auch Poseidon dabei. Da gab es ja auch so einen ähnlichen Raum. Lieber Poseidon, und so. Ich will jetzt nicht unhöflich sein und so, aber irgendwie bist du gerade ziemlich sinnlos. Erst muss Poseidon ins Gesicht schießen, das ist eine gute Idee.
Hier scheint noch nicht viel möglich zu sein. Vielleicht finde ich noch irgendwas, was ich da einsetzen muss oder so. Große Frage, wie komme ich wieder zurück? Ich kann da nichts einsetzen können. Also, beziehungsweise ich kann da nicht einmal wieder rausgehen, weil ich da an der Kante hänge. A.K.A. Ich gehe ganz entspannt dann direkt in die Flammen. Außer es ist ausgeschaltet, weil ich während ich hier drin war, aber das denke ich nicht. Das wäre ein bisschen zu friendly. Hier ist wirklich nichts. Außer ein Poseidon, der mir nicht weiterhilft. Da muss wahrscheinlich was auf seinen Stab. Aber dafür haben wir nichts. Außer ein Brecheisen. Aber ich glaube nicht, dass er ein Brecheisen haben möchte. Kann ich ihn vielleicht irgendwie umkippen oder so? Der Raum ist halt einfach auch so sinnlos gerade. Gut. Egal, wir gehen mal zurück. Und hoffen, dass wir irgendwie überleben. Also eigentlich kann es ja nicht möglich sein, dass ich hier irgendwie jetzt sterbe. Am Feuer, das wäre ein bisschen fies. Okay. Es ist möglich. Ob ich wieder hochkomme, weiß ich nicht. Deswegen speichere ich einen Slot. Aber zumindest bin ich wieder rausgekommen. Das ist schon mal ganz cool. So, aber ich glaube, hier ist gerade ziemlich wenig, ne? Vielleicht geht die Flamme auch wieder aus, wenn ich das Level wieder betrete. Da möchte ich, glaube ich, eher weniger runter. Außer ich möchte einen qualvollen Tod sterben, aber das möchte ich ehrlich gesagt, glaube ich, nicht so. Was ist denn hier? Hello? Ah ja. Schick. Apropos diese Stange. Wir müssen auch, sollten wir irgendwann die Möglichkeit haben, ganz am Anfang diese eine Stange nochmal wieder hochklettern, die wir runtergesprungen sind, als der Spirit aufgetaucht ist. Da waren ja diese drei Treppen, die ich ja ein bisschen übersprungen habe, weil ich vor dem Ding geflüchtet bin. Ich denke mal, dass da noch irgendwas sein wird. Ich denke mal, dass es auch von der Story her irgendwas sein wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles drei irgendwie optional oder Secrets gewesen wären. Das wäre ein bisschen krass. Eins davon vielleicht, aber nicht alle. Ja, deswegen müssen wir mal nachgucken gehen, was da so rumliegt. Echt schade. Da ist wieder Poseidon. Steht jetzt ziemlich oft rum. Ja gut, es ist ein Tempel, aber ne? Man muss ja nicht übertreiben. Aber wir haben auch irgendwas noch nicht aktiviert, das sieht mir da und dass die ganzen Skelette noch nicht leben, wollte ich gerade sagen. Hi. Ja. Tschüss. Da kann ich auch springen. Haha, stimmt. Da war ja was. Ich wollte gerade so sagen, ja cool, ha. Bye bye, aber nö. Warum bin ich jetzt hier? Oh mein Gott, hör. Liegt hier irgendwas? Unter Wasser. Irgendwie ist dieser Tempel gerade ziemlich sinnlos. Ich erreiche nichts. Das war unfair, Arschloch. Ich war nicht mal aus der Animation raus, aus dem Wasser zu klettern. Und du kreist mich direkt schon an. Das ist halt einfach frech gewesen. Ne, sehe ich nicht ein. Tschüss. Geht sie weiter nach oben? Nein, ich bin da oben. Ja.
Nee. Okay. Okay. Dann eben so. Hier brauche ich ja gar nicht wieder reingehen. Dann kann ich das Skelett auch einfach gleich deaktiviert lassen. Wenn das eh schon so ist. Ich finde es ein bisschen schade, dass man die Stange nicht wieder greifen kann. Nachdem sie einmal losgelassen hat. Oh Gott, Hilfe, da ist ein Loch. Voll vergessen. Okay. Irgendwas sagt mir, dass der Poseidon-Tempel noch nichts für uns ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aua, aua, aua. Hey, das finde ich nicht gut. Geh, lass, nein, lass das mal bitte. Nein, lass es nicht. So eine Frechheit. Dann kann man drunter. Okay, da gehe ich direkt hin. Ich könnte wahrscheinlich irgendwo gleich Wasser aktivieren und dann macht das Ganze viel mehr Sinn. Ich denke mal, dass es hier irgendwie sein wird, weil das sieht ziemlich nach einem Kanal aus, wo wir lang klettern oder lang kriechen gerade. Oder eine dritten Poseidon-Statue. Statue. So. Nein. Oh, hat sich nur sagen, da ist irgendwas aufgestanden. Hier ist wahrscheinlich auch relativ wenig drin. Ja. Ich weiß nicht, ob die einfach nur Dekos sind oder ob ich die wirklich brauche. Ich meine, ich dachte ja, dass ich da was einsetzen muss bei denen. Aber inzwischen haben wir drei davon gesehen. Und irgendwie habe ich langsam das Gefühl, dass die wirklich nur zu Deko da sind. Ist ja noch irgendwas anderes außer nur Munition. Oh mein Gott. Ja, genau. Alles klar. Hallo. Guten Tag, guten Tag. Wenn du mich da reinschubst, ne? Junge, Junge, Junge. Boah, seid ihr asozial. Boah, seid ihr asozial, Alter. Wie könnt ihr nur? Alter, schicken die einfach so Skelette hier hin, während das Feuer angeht. Das ist ja richtig hart asozial. Aua! Du Cheater! Was rennst du in der... Okay. Renn halt in der Statue rum, ist okay. Nein, den nicht. Das war nicht gewollt. Ups. Finde nur, dass sie auch noch tauchen können, Alter. Oder unter Wasser laufen, dennoch. Wäre auch schön. Bye. Okay. Irgendwie erziele ich gerade relativ wenig Fortschritt. Aber da kann ich relativ wenig für. Es liegt eher an dem Tempel, weil hier nichts ist. Hier ist alles voll mit Gegnern, aber das war es schon wieder. So, ist hier unten wieder irgendwas. Diese... Oh, Secret, geil. Dieses Becken, also diese... Ja, dieses Becken, wo wir gerade drum kriechen, das ist nämlich auch ein bisschen sehr stark an Angel of Darkness. Kann gut sein, dass sie sich hiervon inspirieren lassen haben. Ich meine, ne, kann man sich aber machen. Von seinem eigenen Spiel... sich ein bisschen inspirieren lassen, ist doch nicht schlecht. So, man sie irgendwie kopiert oder so, ist ja alles gut. Und das haben sie ja offensichtlich nicht getan. Wow. Cooler Gang. Zum Glück ist der da. Ich dachte schon, ich würde nie wieder unnütze Gänge sehen. Um...
Hier ist auch nichts. Ja, ich komme wieder hoch. Das ist gut. Tschüss. Ich vergesse mal, wie tief es ist, deswegen immer umdrehen und festhalten. Dann ist man immer auf Nummer sicher. Falls es dann doch tiefer sein sollte als gedacht. So, da war das. Wo genau kamen wir jetzt nochmal her? Ah ja, hier. Ich glaube echt, dass der Poseidon-Tempel gerade noch für uns ziemlich sinnlos ist. Also, weiß ich nicht, aber... Naja, bis jetzt gab es hier... Secrets. Und Munition. Und Gegner. That's it. Das ist jetzt nicht so das, was ich mir erhofft und erträumt habe. Okay. Ich hatte gerade echt Angst, dass es jetzt gegen die Decke knallt und da wieder runterfällt. Das wäre nicht so cool gewesen. Dann gehen wir mal zurück zu den Katakomben. Da waren ja noch ein paar Gänge, die man hätte erkunden können. So, unser guter Freund ist wieder da. Unser Leben ist wieder voll, das ist nice. Alter, wie dieses Vieh, ne? Hast du nicht so? So, hier kamen wir ja runter von dem Secret aus. Aber hier links geht's auch noch weiter. Beziehungsweise ist hier gerade eben rausgegangen, dann war es ja rechts. Hatte ich noch gesehen. Ich hoffe mal, dass es hier dementsprechend auch noch Sachen gibt. Also Munitionmangel haben wir auf jeden Fall keinen. Da kann ich jeden beruhigen. Alter, dieses Vieh macht so viel Schaden. Ich glaub's einfach nicht. So, Wasser. Okay. Bin ich froh, wenn wir dieses Vieh wieder los sind, ne? Dann, Alter, ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Ich kann nicht über was erkunden hier, alle, weil es einfach alles fertig ist. Hi. Na du? Tschü. Das war zu weit, okay. Hi. Bye. Sag mal. Habe ich gesagt, du sollst mir folgen? Nein, habe ich nicht. So, guten Tag. Wenn sie runterspringt, dann fliegt mir verarscht. Gut, spätestens hier wird er aufhören. Weil die kann sich nicht festhalten. Kommt jetzt eh rüber. So wie ich das Spiel kenne, ist er gleich da. Aha, aha. Boah, dieser Spirit, ne? Es macht mich fertig. Macht mich einfach fertig. Ich möchte dies nicht. So. Speichern wir direkt nochmal. Hochkommen komme ich nicht. Nee. Ah, das ist echt uncool. Was ist denn hier? Die Wand ist zu dunkel. Wahrscheinlich eine geheime Tür, die sie irgendwann öffnet. Habe ich gerade Schaden bekommen, obwohl er mich nicht berührt hat? Was war das denn? Oder ist wieder so ein...
Aha. Ich glaube, da werde ich das Spirit los, ja. Cool. Jetzt kann ich in Ruhe arbeiten. Aber warum gab es hier noch eins? Ich meine, beim Poseidon-Tempel gab es ja auch so eins. Das ist eine sehr gute Frage, denke ich mal, ne? Aber gut, ich würde sagen, bevor wir darüber gleich zum Tempel gehen, mache ich ja mal einen Cut. Zum Tempel, sage ich schon, zum Schalter. Mache ich ja mal einen Cut und wir sehen uns im nächsten Part wieder von Tomb Raider 4, The Last Revelation. Bis dahin, sage ich ciao.